Und Weiterbildung. Du musst dann natürlich dir auch Sachen reinziehen. Ja, da gibt es natürlich auch so und so Möglichkeiten. Es gibt natürlich irgendwelche Kurse, die sind super teuer und schlecht. Es gibt welche, die sind super gut und günstiger. Es gibt auch welche, die sind recht gut und auch sehr teuer. Also letztendlich ist es wie so eine Matrix: gut, schlecht, günstig und teuer. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein von Thomas Klein Consulting und heute in diesem Video geht es um das Thema Geld verdienen. Wie kann ich mehr Geld verdienen? Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich, um dann natürlich auch mehr Geld investieren zu können? Wenn du zu den Leuten gehörst, die übers Jahr gesehen, ich rede jetzt nicht vom einzelnen Monat, wenn mal ein schlechter Monat dabei ist oder du einfach mal mehr Ausgaben hast oder sowas, aber übers Jahr, wir nehmen jetzt mal eine Periode von 12 Monaten, so in der westlichen Welt ist es einfach so gang und gäbe. Wenn du innerhalb von 12 Monaten auf dem Durchschnitt es dir nicht möglich ist, dass du 1000 Euro oder mehr im Monat irgendwie zur Seite schaffst, wegsparst, idealerweise über Sparpläne, wo du gar nicht mehr in Versuchung kommst, da irgendwas dran rumzuschrauben, ja, Trade Republic oder was es da gibt, ja, egal, irgendwelche Sparpläne, Commerzbank direkt oder irgendwas. Oder Bitcoin, Coinbase kann man auch Sparpläne seit neuestem machen. Wenn du es nicht, es hängt auch ein bisschen von deinem Alter ab. Also sagen wir mal, wenn du jetzt zwischen 10 und 20, zwischen 10 und 20, zwischen 20 und 30 Jahre alt bist, und du bist so an der 1000-Euro-Grenze, die du wegsparen kannst, ist es okay. Wenn du aber, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Jahre alt bist, sollten es definitiv mehr als 1000 Euro sein. Wenn du erst dann anfängst, ja, wenn du über 40 bist, sollten es definitiv 2000 oder mehr Euro sein, am besten 3000, die du monatlich wegsparen kannst. Warum? Weil die Zukunft nicht nur super ungewiss sein wird, sondern es sozusagen in Deutschland, ich nehme mal jetzt stark an, du kommst irgendwie aus dem deutschen Raum oder deutschsprachigen Raum, es eine krasse Schere geben wird, die also quasi stetig auch zunimmt. Bei uns wird es ein bisschen abgefedert, aber irgendwann haben wir hier natürlich Verhältnisse wie in den USA und du willst natürlich nicht zu den unteren gehören. Also in den USA gilt ja die Regel oder auch in der UK und so ist es ja letztendlich ganz ähnlich. Das kriegt man hier nicht so mit, aber wenn man dort mal gelebt hat ein paar Jahre, dann merkt man sehr schnell, es gibt nur noch eine ganz dünne Mittelschicht, ja. Die Tendenz ist also global, letztendlich so, ist leider so. Es gibt ein paar Länder, das ist ein bisschen Ausnahme. Aber du solltest auf jeden Fall schauen, dass du diese Sparpläne zusammenbekommst. Auf Biegen und Brechen. Und das lege ich dir wirklich sehr nahe ans Herz. Und um das überhaupt tun zu können, denn die große Masse da draußen, das ist nun mal so, auch systemisch bedingt, hat eben nicht das Geld, 1000 oder mehr Euro wegzulegen und schon gar nicht 2000 oder 3000 Euro. Wie gesagt, aufs Jahr. Es gibt mal schlechtere, mal gut, bessere Monate, es gibt vielleicht auch mal ein schlechteres Jahr, aber im Durchschnitt, und wir reden hier auf eine Periode von 10, 20, 30 Jahren, je nachdem wie alt du bist, ja? Dass du letztendlich dann, wenn du jetzt 10 Jahre 30, 3000 weglegst, also quasi 30.000 im Jahr, 10 Jahre lang hast du ungefähr eine halbe Million. Wenn du jetzt halt, sagen wir mal, 2000, egal wie du es halt drehst und wendest, dass du wenigstens einen Grundstock hast und dann, wenn du ein bisschen älter bist, ja, und ich weiß, die wenigsten denken so weit im Voraus und dazu zu zählen habe ich auch 40 Jahre lang gehört. Und das ist extrem wichtig. Also überlege dir mal, wie du mehr Geld verdienst, indem du natürlich dich entweder raufarbeitest in deinem Angestelltenverhältnis. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Darauf möchte ich aber jetzt nicht eher später eingehen. Es ist halt sehr häufig leider in den Jobs, wo du dann letztendlich höher. Es gilt, es ist so eine unsichtbare Grenze, so eine unsichtbare Mauer wirklich in unserer Gesellschaft. Es ist auch egal, ob das jetzt in England ist, also wenn du mit dem Gedanken spielst, auszuwandern, England, Schweiz oder sonst irgendwo. Ab einem gewissen Einkommen, also das sind in Deutschland. Und wenn ich mir diese Frage stelle, wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie gesagt, im Angestelltenverhältnis gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber diese gläserne Mauer, diese gläserne Decke ist nun mal bei 60.000. Ja. Bei 60.000 kriegst du dann so 2,5-3 netto und alles, was darüber hinaus ist, wenn du zum Beispiel jetzt im Vertrieb arbeitest oder verschiedene
spezialisierte Bereiche, da musst du dann teilweise 10 Jahre lang studiert haben oder sowas, dann geht es auch, sag mal, etwas höher. Aber die große breite Masse, egal was du studiert hast, egal was du ausgebildet dich hast oder sowas, alles, was über 60, 70.000, sagen wir mal so, hinausgeht als Fixgehalt, ja, im Vertrieb kannst du natürlich mehr verdienen, aber nur wenn du wirklich performst, dann Provisionen und so weiter. Aber diese gläserne Decke bei 60, 70.000, auch wenn du zu den besser Verdienenden gehörst und der Staat langt ja genau auch bei dieser Grenze dann voll zu, das hat ja alles, ist ja alles System dahinter, es ist ja kein Zufall, ja, wird es sehr, sehr hart als Angestellter. Also du musst dann sehr viel Politik machen. Ich kenne wirklich keinen leitenden Angestellten da draußen, der nicht sehr viel Politik machen muss, um seine Position zu halten oder sogar irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder aufsteigen zu können. Es ist sehr viel Spitzelwirtschaft, Networking, wer kennt wen, wer geht auf welche Veranstaltung, teilweise aus welchen Familien du stammst und so weiter. Also das geht dann, je nachdem, wie höher du gehst, also über 100.000 geht dann noch, wenn du wirklich sehr viel ackerst und machst und tust und gute Politik beherrschst, ja. Und sagen wir mal, irgendwelche Messer, die dir in den Rücken gestochen werden wollen, dass du die gut abwehrst und blockieren kannst und so weiter. Wenn du da also ein sehr guter Stratege bist und so weiter, kannst du auch 100.000 oder knapp darüber verdienen als Angestellter. Aber wenn du jemals es vorhattest, in die Region 200.000 zu verdienen, was du als Freelancer oder Freiberufler relativ easy machen kannst. Natürlich hast du wieder andere Nachteile und so weiter, aber da komme ich gleich drauf zu. Also das ist eine Region, da bist du dann irgendwelchen Aufsichtsräten oder sonst irgendwas. Und für den Normalo-Bürger da draußen sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Ja? Und selbst wenn du es irgendwann geschafft hast, dann brauchst du vielleicht 20 Jahre. Wenn du hingegen dir überlegst, okay, vielleicht bietet mir, vielleicht ist ja das Thema selbstständig, Freelance mal starten oder nebenbei selbstständig oder irgendwie was machen, ja, freiberuflich oder sonstiges. Da kannst du unter Umständen innerhalb von 1, 2, 3 Jahren auf diese Summen kommen, ja, und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Das heißt, du kannst sehr, sehr viel schneller und du kannst sogar, wenn du jetzt irgendwie 40 bist, 40 Jahre alt und hast irgendwie 20 Jahre lang nur dahin getrödelt, ja, oder nichts auf die Reihe gebracht, sozusagen war es 20 Jahre lang Versager oder was, du hast nie was wegsparen können oder so, kannst du selbst mit 40 dich noch selbstständig machen, ja, und das geht wirklich auch in der Praxis, ich weiß, von was ich spreche, und dann innerhalb von 2, 3, 5 Jahren dir eine 500.000 Vermögen aufbauen, ohne jemals einen Angestellten zu haben, ohne irgendwie groß ein Zauberer oder ein totaler Wizard zu sein oder spezielle Connections zu haben oder in irgendeiner Familie groß geworden zu sein oder sonst irgendwas. Rein nur aus Fleiß und Weiterbildung. Du musst dann natürlich dir auch Sachen reinziehen. Ja, da gibt es natürlich auch so und so Möglichkeiten. Es gibt natürlich irgendwelche Kurse, die sind super teuer und schlecht. Es gibt welche, die sind super gut und günstiger. Es gibt auch welche, die sind recht gut und auch sehr teuer. Also letztendlich ist es wie so eine Matrix: gut, schlecht, günstig und teuer. Ne? Und am besten ist natürlich, du suchst dir die guten und die günstigen raus. Davon gibt es also nicht so viele. Wird auch immer teurer, das Ganze. Hat wieder einen anderen Grund. Habe ich schon in meinem letzten Video besprochen. Schau das gerne an dazu. Warum das so ist, also warum da auch eine sehr starke Preisinflation stattgefunden hat in letzter Zeit oder immer noch. Aber wenn man besser sucht, desto länger man sucht, desto besser findet man was, ja. Ich bin auch gerade dabei, nochmal eine Akademie aufzubauen, um einfach Leuten weiterzuhelfen, die sehr, sehr, sehr niedrige Einstiegsschwelle hat, preislich gesehen, ja. Und das ist einfach ein Weg, der es dir ermöglichen kann, ja, indem du dir einfach selber was irgendwie aufbaust, nebenbei. Es gibt die unterschiedlichsten Varianten, Möglichkeiten, um letztendlich nicht im Alter dann irgendwann komplett zu verarmen oder sagen wir mal, was heißt zu verarmen in Deutschland? Ich nehme mal an, so richtig verarmen, da musst du dich schon richtig blöd anstellen, ja. Aber du willst vielleicht im Leben noch was anderes machen, als wie nur den ganzen Tag zu Hause hocken, YouTube schauen und dreimal die Woche zum Rewe, zum Aldi und zum Lidl gehen, ja, weil du sonst nichts mehr leisten kannst. Also so quasi so Dauer-Lockdown bis zu deinem Lebensende. Also deswegen hier ganz kurz ein Tipp. Was mir aufgefallen ist, wenn du natürlich jetzt dich selbstständig machst und so weiter, ist natürlich das Beste, wenn du irgendwas suchst, was digitalisierbar ist oder teilweise digitalisierbar. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder das eine ist, bist Dienstleister, das ist mal das super einfachste zu starten, weil du nicht irgendwie
Merchandise kaufen musst, also Ware, Rohstoffe oder sonstiges, die dann wieder weiterverarbeitest oder einfach nur als Händler weiterverkaufst, ohne sie weiter zu verarbeiten. Oder musst die branden oder sonst irgendwas. Da ist halt mit sehr viel Kapital verbunden. Die meisten haben kein Kapital. Ich würde dir auch nicht raten, auf gar keinen Fall irgendwelches auszuleihen, so wie ich das früher gemacht habe. Ich bin jetzt gerade dabei, in den letzten Zügen meinen letzten Kredit abzuzahlen, den ich mal vor 8 Jahren abgeschlossen habe. Ja, also mach das ja nicht, das wirft dich so weit zurück. Also musst du genau wissen, was du tust und so weiter. Besser ohne, besser schaust irgendwie mal, dass du als Dienstleister. Dann in puncto Dienstleister ist mir eins aufgefallen, dass diejenigen, die auch häufig aus Testimonials bei den großen Online-Business-Coachings und so weiter hier immer, boah, ich habe jetzt innerhalb von 12 Monaten bin ich quasi von nur 5, in Anführungsstrichen nur 5, 6.000 Euro Verdienst im Monat bin ich jetzt auf fünfstellig oder ich bin von 10 bis 15.000 Euro im Monat bin ich jetzt plötzlich auf 130.000 Euro im Monat. Was sich dort wie ein roter Faden durchzieht, ist folgende Überlegung. Diejenigen, die so schnell skalieren, ja, und das, da geht es immer nur ums Thema Skalieren, nichts anderes. Ja, wie skaliere ich? Ja, wie habe ich ein exponentielles Wachstum mit einem Business? Wenn ich heute meine Zeit für Geld verkaufe, dann habe ich eben nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung und that's it. Und dann muss ich anfangen zu delegieren und eben zu skalieren. Ja, Möglichkeiten finden und suchen. Diejenigen, die so schnell skalieren, die machen eigentlich immer alle eine Sache, haben die ja gemeinsam. Und zwar, die bringen anderen Leuten bei, wie es geht. Und die, die noch schneller skalieren, die sind mal auf fünfstellig skalieren, das sind entweder die, die anderen Leuten beibringen, wie es geht, oder in Kombination mit einer Dienstleistung, dann for you, mit dann with you oder ähnliche Kombinationen, ja. Weil dass du so viel automatisieren kannst, also du machst irgendwelche netten Filmchen und verkaufst die, am besten noch zum hohen Preis und dann kriegst du Geld dafür, dass ein Film, den du einmal erstellt hast, der dann irgendwie tausendmal angeschaut wird. Na, das ist das gleiche Prinzip wie ein Stück Software verkaufen oder sonstiges. Ja? Am Fließband sozusagen, eine Dienstleistung am Fließband. Die Superlative, also nochmal on top, ja, sind die, diejenigen, die eine Dienstleistung geschaffen haben, die Leuten beibringen, die es geht, wie es geht. Also Coachings, ja. Also Coaches, die Leuten beibringen, wie es geht. Die Leute dann wiederum Leuten beibringen, wie was geht. Also nochmal eine Stufe obendrauf. Das heißt Coaches, die Coaches coachen. Ja. Warum ist es so? Weil du die höchste Marge und die höchste und die schnellste Skalierbarkeit natürlich mit Leuten zeigen, wie es geht, hast, weil du selber nichts tun musst mehr. Ja. Und du hast dann noch weitere andere Vorteile, dass zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, bei mir funktioniert es nicht, kannst du immer sagen, ja, es ist deine Schuld. Ja. Ich bin ja nur dein Coach. Du musst es ja umsetzen. Ja. Das kannst du als Dienstleister nicht, wenn du dann for you machst, also wenn du als Dienstleister die ganze Arbeit machst, ne, und es funktioniert nicht, dann bist mindestens du genauso schuld wie dein Kunde, ja. Und wenn du aber jetzt halt, sag mal, Coaches coacht, also Coaches coacht, das heißt, die Leute, die dir Geld geben, die wiederum zeigen wiederum anderen Leuten irgendwas, wie es geht, welche Themen, völlig egal. Dann haben die Leute, die dir Geld geben, dass du sie coachst, auch wieder diese easy Skalierbarkeit. Also das Potenzial eines exponentiellen Wachstums und können somit mehr Geld aufbringen, um wiederum dich zu bezahlen als Coach, der Coaches coacht. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch, ja? Und diese Überlegung würde ich dir mal ans Herz legen, ja? Und das funktioniert insbesondere sehr gut bei so Dienstleistungen wie Meditation, ja, Pilates, Yoga, was es da alles gibt, so diverse Trainings, Hypnose, keine Ahnung, Ernährungswissenschaftler oder sowas, die spezielle Themen haben, wie ich mich mit Ernährung
irgendwie irgendwelche Krankheiten heilen kann. Und das sind teilweise sogar sehr interessante Sachen dabei, also wirklich seriöse Sachen auch, ja, weil unsere Pharmaindustrie, die versucht es ja ein bisschen, ja, zu lenken und so. Am besten, man haut sich die ganze Chemie rein, damit die halt ihren Profit steigern. Also wenn da sozusagen jetzt mal ein Coach, der ein bisschen mit Ernährung Ahnung hat, da vielleicht ein paar bessere, gesündere Lösungen und vernünftige Lösungen findet, dann kann das natürlich sehr schnell skalieren. Ja, das ist dann in dem Sinne also nicht nur einfach ein schnell skalierbares Business mit viel Kohle und so machen, sondern es ist auch noch ein Purpose auch noch dahinter. Ja, ein genuine Purpose, also ein wirklich ethisch korrekt nachzuvollziehender Vision oder Mission dahinter sozusagen. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, Ernährung oder so, wenn einer sich da wirklich gut auskennt. Also, diese Sachen, die vor 20, 30 Jahren, als ich so angefangen habe, mich für Berufe zu entscheiden, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt so ein bisschen, ja, du bist dann in deiner Praxis und bringst den Leuten ein bisschen was bei, so. Wie nennt sich das mal? Naturheiler, ne? Naturheilkunde oder wie heißt, ja, solche Sachen, ja, wo sich zum Beispiel mein Vater auch super interessiert hat eine Zeit lang, ne? Also welche Tees, mit welchem Tee kann ich mich sozusagen gesund ernähren und mich gesund trinken oder was weiß ich. Es gibt unzählige viele Sachen. Mit solchen Dingen kannst du heute, mit einer heutigen Zeit, wo du so easy mit ein paar Tools, ja, die deine eigene Online-Akademie aufbauen kannst, kannst du wirklich extremst erfolgreich werden. Ja, also 1 Million im Jahr machen und so und noch mehr. Und das ist sozusagen mein Tipp um Gedankenanstoß für dich. Wenn du das Video gesehen hast und dir gefallen hat, dann likes, teile das Video mit deinen Freunden, die vielleicht auch irgendwie nach Ideen suchen, wie du ein Online-Business aufziehst oder überhaupt mehr Geld verdienen, grundsätzlich mal die Frage stellen, ja, um dann halt auch mehr investieren zu können. Ne? Das hängt eben so miteinander zusammen und nicht anders. Und dann war es das wieder für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Clemens, wie der heißt, Mission Millionär, Tschüssikowski, bye bye, wir sehen uns, bye.